Ja, das ist schwierig. Das liegt in der Sache begründet, dass das nicht so einfach ist. Ich beschäftige mich mittlerweile mehrere Jahrzehnte mit der Kritik des Antisemitismus. Und es ist tatsächlich so, dass man, ich könnte jetzt so, wir sind ja auf der Uni, jetzt könnte man irgendwie die unterschiedlichen Ansätze zur Erklärung des Antisemitismus aufzählen, die es so in den Sozialwissenschaften, in der Politikwissenschaft, in der Soziologie, in der Psychologie und was es da alles so an Wissenschaftseinteilerei, fachspezifischen Sachen gibt, versuchen darzustellen und aufzählen. Und könnte ihnen dann vermutlich bei dem einen oder anderen sagen, ich finde das eine ganz sinnvolle Idee, das ist, da trifft man vielleicht einen Punkt, und bei anderen Sachen sagen, zum Beispiel bei der sogenannten Vorurteilsforschung, warum ich das ziemlich ein Quatsch finde, warum ich das für verharmlosend halte gegenüber dem Antisemitismus. Also vielleicht kann man so auch dran gehen, mal zu sagen, was der Antisemitismus offensichtlich nicht ist. Er ist nämlich nicht einfach ein Vorurteil, ja, was leider große Teile der akademischen Antisemitismusforschung in Deutschland ja behaupten. Dieses ganze fürchterliche Institut, dieses Zentrum für Antisemitismusforschung, was in Wirklichkeit ein sehr irre leitender Name, das ist ein Institut für Antisemitismusverharmlosung, was die dort betreiben mit ihrer sogenannten Vorurteilsforschung, das geht natürlich in die völlig falsche Richtung. Also wenn es bei Antisemitismus wirklich nur um ein Vorurteil gegenüber Juden und Jüdinnen gehen würde, dann wäre das Problem gar nicht so groß. Ja, da würde man sagen, naja, da müssen die Leute mal ein paar Juden kennenlernen, dann merken sie, die sind gar nicht so. Ja, dann können sie ihre Vorurteile abbauen. Oder wenn sie irgendwie fürchterliche Dinge über den jüdischen Staat sagen, dann sagen wir, ja, dann organisiert man mal eine Reise, dann sollen die da mal hinfahren, dann sehen die, das ist irgendwie alles ganz anders, und dann sind sie von ihren Vorurteilen kuriert. Dann würde ich mich ehrlich gesagt nicht schon seit 20 Jahren mit dem Thema beschäftigen, dann wäre es nämlich nicht so ein großes Problem, dann wäre es auch nicht so gefährlich. Der Antisemitismus ist offensichtlich sehr viel mehr. Der ist so eine Art, der ist geradezu eine allumfassende Weltanschauung. Das ist eine Art Welterklärungsmuster. Erstmal vielleicht, warum ich so darauf geantwortet habe, ja, ich weiß das auch nicht. Es bleibt, selbst wenn man, was ich vielleicht gleich in ein paar Worten versuchen werde, selbst wenn man ausgehend von der kritischen Theorie, was ich dann dringend empfehlen würde, von den Gedanken, die zum Beispiel oder insbesondere Adorno und Horkheimer dazu formuliert haben, von denen gibt es einen ganz wichtigen Text zur Kritik des Antisemitismus, der auch heute noch maßgeblich ist, der Maßstäbe setzt, nämlich die Elemente des Antisemitismus, die sich am Ende ihres Hauptwerks, der Dialektik der Aufklärung, finden. Ja? Die versuchen dort nicht, den Antisemitismus zu erklären. Die wissen, die sind sich bewusst darüber, dass der Gegenstand selber sich gegen eine Erklärung, so wie man das normalerweise kennt, ja, dass man da irgendwie sagt, naja, weil so ist, passiert halt das und das, und dann kann man so logische Schlüsse irgendwie machen, der sperrt sich dagegen. Deswegen ist der Untertitel von diesem nach wie vor ganz zentralen Text zur Kritik des Antisemitismus bekanntlich auch Grenzen der Aufklärung. Ja, die sind sich bewusst darüber, dass das, also bei einem Antisemiten mit einem quasi, um es akademisch auszudrücken, mit einem geschlossenen antisemitischen Weltbild, ne, da kann man eigentlich machen, was man will. Dann kann man alles Mögliche versuchen, da, also man kann ihm sagen, nein, das stimmt gar nicht, den Juden gehört gar nicht irgendwie die ganze Finanzwelt und die Medienwelt und die ganzen Supermarktketten, wie das gerade bei so türkischen Jugendlichen mittlerweile unglaublich weit verbreitet ist. Ja, in Österreich zum Beispiel, die glauben, den Juden gehören alle Supermärkte. Warum gerade Supermärkte, weiß ich auch nicht. Da kommt man nicht besonders weit. Ja? Also mit so Hinweisen auf die empirische Falschheit einfach von diesen antisemitischen Wahnvorstellungen kommt man nicht besonders weit. Und deswegen kann es eigentlich auch nur um genau das gehen, was Adorno und Horkheimer versucht haben, um sowas wie ein ideologiekritisches Dechiffrieren von diesem antisemitischen Bewusstsein. Man muss, das oberste Gebot wäre immer, wenn man anfängt, sich irgendwie mit einer Kritik des Antisemitismus zu beschäftigen, es geht bei Antisemitismuskritik niemals um Juden und Jüdinnen. Es geht nicht um das Judentum und es geht auch nicht um den jüdischen Staat. Es ist vollkommen egal, was Juden machen, was der jüdische Staat macht, was das Judentum irgendwie als religiöse Angelegenheit so von sich gibt. Man muss sich also nicht mit den Objekten des Antisemitismus, mit den Opfern des Antisemitismus beschäftigen, sondern mit den Subjekten, also mit den Antisemiten selber. Man muss sich angucken, was die sozusagen für... was sie für psychische Bedürfnisse haben, dass sie also sich in diesem Antisemitismus in gewisser Weise hingeben. Man muss gucken, inwieweit der Antisemitismus eine wahnhafte, eine projektive Reaktion auf sowas wie kapitalistische Moderne ist. Und dann kann man versuchen, so wie Adorno und Horkheimer das auch machen und wie viele Leute im Anschluss daran das dann auch versucht haben, den Antisemitismus eben nicht zu erklären, weil das immer so gibt, diese Erklärung hat immer bereits so, die birgt so eine halbe Entschuldigung immer schon mit sich. Wenn man das lupenrein erklären kann, kann man sagen, ja, dann haben die Antisemiten auch recht. Das entzieht sich letzten Endes dieser Erklärbarkeit. Man kann es dechiffrieren, man kann versuchen,
ein Begriff von, das ist eine Formulierung von Adorno und Horkheimer selber, von einer antisemitischen Gesellschaft zu etablieren, die man eben in Beziehung setzen muss zu einer Gesellschaft, die bekanntlich durch die Imperative von Kapitalverwertung und Herrschaftsloyalität geprägt sind. Ja, davon ausgehend müsste man versuchen, etwas über den Antisemitismus auszusagen. Und letzten Endes muss man sich immer darüber bewusst bleiben, dass es dieses unmittelbare, also das ist eigentlich bei allen Gegenständen so, mit denen sich eine materialistische Kritik beschäftigt, aber im Antisemitismus springt es noch viel mehr ins Auge. Es gibt, gerade in der akademischen Antisemitismusforschung, hat man oft so das Gefühl, die behandeln diesen Gegenstand wie alle möglichen anderen auch. Und das geht nicht. Ne? Dieser Gegenstand hat sozusagen, moralischer Imperativ ist wahrscheinlich ein blödes Wort, aber der hat, man kann ihn quasi nur ausgehend vom adornischen kategorischen Imperativ behandeln, ja, diesen Gegenstand. Es geht bei Antisemitismus letzten Endes darum, wenn man sich mit ihm beschäftigt, dass man ihn unmöglich macht. Beziehungsweise, also letzten Endes, dass man eine Gesellschaft schafft, wo er wirklich insofern kritisiert werden kann, dass er aus der Welt geschafft werden kann. Und solange das nicht geht, geht es darum, die Antisemiten daran zu hindern, dass sie ihr mörderisches Tun in die Tat umsetzen können. Adornischer kategorischer Imperativ sagt in Reflexion auf Auschwitz, ja, dass man im Stande der Unfreiheit, also in einer Gesellschaft, die den Marxischen kategorischen Imperativ nicht umsetzen konnte. Ja, Marx hat als junger Mann 1844 geschrieben, es würde darum gehen, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes und ein verächtliches Wesen ist. Eine sehr gute Idee. Ja, das bekanntlich aber nicht in die Tat umgesetzt wurde und stattdessen ist die Geschichte in der Katastrophe geendet, in der Shoah, im Holocaust, in der industriell betriebenen, in der bürokratisch geplanten Massenvernichtung. Und in Reflexion darauf sagt Adorno, im Stande der Unfreiheit, also solange der marxische kategorische Imperativ nicht Wirklichkeit wird, hat Hitler, man müsste es genauer eigentlich sagen, hat die deutsche Volksgemeinschaft den Menschen einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen, nämlich alles Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz und nichts Ähnliches sich noch einmal wiederhole. So. Und das sollte man allen akademischen Antisemitismusforschern wirklich um die Ohren hauen, weil bei denen hat man oft das Gefühl, das ist reiner Zufall, dass sie sich jetzt irgendwie mit Antisemitismus beschäftigen. Wahrscheinlich gab es gerade einen guten Förderantrag. Ja, die könnten sich, die machen das dermaßen leidenschaftslos auch, ja, die können sich genauso gut mit isländischer Steuerpolitik auseinandersetzen. Ja, das ist, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Und gerade mit diesem Thema, mit diesem Gegenstand kann man sich so nicht auseinandersetzen, sondern es impliziert immer das unmittelbare Auftreten, der Wunsch der Verhinderung des Antisemitismus. Was ihn natürlich immer noch nicht erklärt hat, und ich weiß, dass das vermutlich eine unbefriedigende Antwort ist.